Moin, freut mich, dass ihr alle so recht zahlreich erschienen seid bei so einem Thema Directory Server, finde ich das cool. Würde mich gerne mal kurz vorstellen. Mein Name ist Dirk Streubel, wohne in Castrop-Rauxel. Den Ort gibt es wirklich. Bin bei der Gunicus seit Anfang des Jahres als Technical Consultant unterwegs und betreue dort diverse Projekte. Mit unter anderem bin ich auch da in dem Bereich für IPA Samba tätig. Und wie ihr an meinem Outfit erkennt, bin ich auch so ein bisschen fürs LPI unterwegs und ja, wollte euch heute mal so ein bisschen FreeIPA grob vorstellen, auch die Möglichkeiten, die FreeIPA bietet. Das einfach mal so als groben Einstieg. Genau. Wie gesagt, ich werde hier in dem Vortrag zeigen, aus welchen Komponenten FreeIPA besteht, weil FreeIPA ist eigentlich eine Zusammensetzung diverser Dienste, die gebündelt sind, worden sind, um halt eben vieles einfacher zu gestalten, was, sag ich mal, so eine Art Directory Server bzw. User Management, Computer Management betrifft. Und dementsprechend zeige ich euch das gleich. Genau. Ich werde dann innerhalb des Vortrages dann schwenken von Folien zu einer grafischen Oberfläche, weil nichts ist so grau wie die Theorie. Ich wollte euch das dann mal zeigen, was möglich ist. Habe da so ein paar Dinge schon mal eingebaut, dass man da so grob den Überblick bekommt, wie das funktioniert. Alles das, was man in der GUI macht, kann man auch ohne Probleme mit Kommandozeilen machen. Ist jedem selbst überlassen, ob er lieber die GUI benutzt oder eine Kommandozeile und ja, das werde ich auch so kurz andeuten und ansprechen. Und da wir ja zurzeit mit FreeIPA auf dem Stand sind von 4.8 Version, da noch nicht alles so läuft, wie es laufen sollte und könnte für Benutzer und Anwender, gebe ich da so einen kurzen Ausblick, was irgendwann nochmal kommen wird, laut Rücksprache mit diversen Entwicklern, was geplant ist, aber was vielleicht noch ein paar Jahre dauert oder wir hoffentlich bald umsetzen können, beziehungsweise umgesetzt wird. Genau. Genau. FreeIPA, das IPA ist eigentlich eine Abkürzung, steht für Identity Policy and Audit, wobei mittlerweile auf der Webseite, wenn ihr einmal schaut, das Audit nicht mehr so explizit erwähnt wird, weil sie mittlerweile, beziehungsweise die Leute, die das entwickeln, halt eben mehr den Trust in Verbindung beziehungsweise in den Vordergrund stellen. Dieser Trust bezieht sich halt eben auf die Verbindung zwischen Windows AD und FreeIPA-Domäne, der mit gewissen Einschränkungen, komme ich gleich zu, auch relativ gut funktioniert. Genau. So. Wie ich gerade schon erwähnt habe, die Komponenten, die beziehungsweise die Services, die dahinter laufen, sind einmal der Directory Server, das Kerberos. Wenn ihr das so wie ich jetzt hier auf dem Fedora laufen lasst, nutzt ihr einfach ein MIT Kerberos, was automatisch mit installiert wird. Ihr macht ein DocTech Certification System automatisch mit drauf. Das ist eine schöne Sache, wenn ihr Zertifikate generieren wollt, ausstellen wollt, verteilen wollt, ist das automatisch mit dabei. NTP und DNS, wobei DNS mit Vorsicht zu genießen ist, weil DNS an sich kein Zwang ist bei der Installation. Das ist ein zusätzliches Feature, was man installiert. Wobei ich natürlich, wenn ich einen FreeIPA-Server installiere, immer, beziehungsweise den ersten FreeIPA-Server installiere, immer dazu raten würde, einen DNS-Server mit zu installieren. Aber wie gesagt, das ist kein Muss. FreeIPA-Server läuft auch ohne integrierten DNS. Das sind zusätzliche Pakete. Da wird halt eben bind konfiguriert und installiert und ja, ist halt eben, wie gesagt, kein Muss. Deswegen mit Vorsicht zu genießen. Genau. Das sieht dann im Aufbau so aus. Ich habe mir das mal von Red Hat gemobst, sozusagen, kopiert. Genau, wie ihr seht, habt ihr dann halt eben den IDM-Server, das heißt bei Red Hat Identity Management ist aber nichts anderes als FreeIPA, also bitte nicht wundern bezüglich der Bezeichnung. Wie ihr seht, besteht das System halt aus mehreren Komponenten, hat eben das Zertifikat, den Kerberos, den DNS-Server, den NTP-Server, der halt in Verbindung steht mit dem Directory-Server und von außen, wie gesagt, oder beziehungsweise gerade angesprochen, die Möglichkeit per Web auf das auf den Server zuzugreifen oder per Command Line.
Genau. Wenn, so wie ich es gleich auch zeigen werde, ein Client in die Domäne integriert wird, erfolgt die Authentifizierung bzw. das Anmelden am Server per SSSD, wird oder beziehungsweise wird gemacht aus sicherheitstechnischen Gründen, weil man sagt, das ist halt eben sicher und das funktioniert auch einwandfrei, läuft auch super gut. Im Prinzip ist es so, dass ihr Entschuldigung, bei der Installation beziehungsweise bei diesem Anmelden in der Domäne einen Befehl eingebt, er nach gewissen Dingen fragt noch und dann dementsprechend er sich authentifiziert und dann ist er halt eben im Server zu sehen als Host oder beziehungsweise in der Domäne und dementsprechend könnt ihr dann die Dinge, die ihr dann für den jeweiligen Host machen wollt. Es gibt da Einschränkungen, ihr könnt zum Beispiel alles machen oder nur Teilbereiche, wie ihr gleich sehen werdet, kann man da auch einrichten. Genau, es gibt da noch so ein paar Optionen bei der Installation des Clients. Wichtig für mich zumindest ist eine Make-Home-Directory und ein Enable-Setup-DNS. Das heißt, der DNS wird ständig neu konfiguriert, dann auf dem IPA-Server, wenn das sein sollte. Und wenn sich die Benutzer dann anmelden zum ersten Mal auf dem Client, dass man dann halt eben auch sofort sein Home-Verzeichnis bekommt. Das sind allerdings Optionen, die bei der Client-Installation halt eben nicht zwingend sind, sondern die macht ihr oder macht ihr nicht. Genau. Die Funktion, die ich hier jetzt ausgewählt habe, die FreeIPA bietet, ist nur eine grobe Auswahl dessen, was FreeIPA kann. Also das Tool ist mächtig, gar keine Frage. Bietet viele Einstellungsmöglichkeiten, die genutzt werden können. Sehr granular runtergebrochen auch werden können. Und das ist dann davon abhängig, wie die Domäne aufgebaut ist, beziehungsweise was ihr als Admins wie machen wollt. Also das ist da jedem frei überlassen. Wie gesagt, ich habe hier als Beispiel halt eben ein paar Host-Basis Access Tools auch definiert, die zeige ich euch gleich. Ihr könnt auch sehr, sehr fein Sudo-Rollen definieren, wer welcher Benutzer was mit Sudo-Rechten auf den jeweiligen Host ausführen darf. Das funktioniert super gut. Es gibt noch sogenannte SE-Linux User Maps, die bitte nicht verwechseln mit den SE-Linux-Dingen auf den jeweiligen Host. Die werden davon nicht berührt. Das ist ein anderes Verfahren. Das hat mit dem SE-Linux auf dem Host nichts zu tun. Dann die sogenannten Role-Based Access Controls. Da könnt ihr sogenannte Gruppen erstellen und Rollen und dann den jeweiligen Rollen Unterbenutzer erstellen. Das zeige ich auch gleich. Und auch da sehr fein granular steuern, wer was in welcher Gruppe machen darf. Erinnert mich so ein bisschen, muss ich ehrlich gestehen, an Samba bzw. der Windows-AD-Struktur. Auch da kann man ja sehr fein in den Gruppen sagen, wer was darf und wie auch immer er das machen darf. Genau. Ja, genau. Wie bereits angesprochen, den Trust zwischen der Windows-Domäne und FreeIPA ist möglich, funktioniert auch, hat eine gewisse Einschränkung und zwar derzeit noch, dass der Trust nur läuft, und zwar nach folgendem Prinzip: ihr erstellt einen Trust zwischen einer Windows-Domäne und einem FreeIPA-Domäne. Ihr könnt euch aber derzeit nur auf der FreeIPA-Domäne mit den Windows-Accounts anmelden. Umgekehrt geht es nicht zurzeit. Das heißt, es ist derzeit technisch nicht möglich, sich mit dem FreeIPA-Account auf einer Windows-Domäne anzumelden, und zwar hat das folgenden Hintergrund. Ich habe da mal mit dem Alexander Bukoboy gesprochen, das ist einer der Entwickler seitens FreeIPA bei Red Hat, der mir halt eben gesagt hat, wir wissen das, wir möchten das gerne, dass wir auf FreeIPA-User aus einer Windows-Domäne anmelden können. Das funktioniert derzeit nicht, weil wir Schwierigkeiten haben, diesen globalen Katalog, den Windows zur Verfügung stellt, mit allen Möglichkeiten zu implementieren. Das wäre laut Aussage halt eben ein großes Brett, was sie bohren müssten. Das ist in Planung, aber wann das genau kommt, wie gesagt, weiß keiner. Und dementsprechend ist das halt eben noch nicht, kann man es nicht nutzen. Das heißt, wenn ihr etwas baut zwischen der Windows-Domäne und FreeIPA, ist derzeit halt nur möglich, sich mit einem Windows-Account auf einer FreeIPA-Domäne anzumelden. Das funktioniert einwandfrei. Genau.
Genau. Das heißt, im Prinzip, wenn du die, das ist richtig, wenn du die, wenn du das anlegst, diesen Trust anlegst, musst du in IPA definieren, wer zugreifen darf auf die Domäne. Genau. Das machst du automatisch, genau. Das kannst du auch sehr fein regeln und auslegen. Im Beispiel, was die bei der Testinstallation beziehungsweise bei einer generellen Installation von diesem Trust sagen, ist, die benutzen halt eben die Windows-Admins. Da funktioniert das mit den SSIDs, die du dann eben zuweist und ja, das funktioniert einmal frei. Das geht auch, aber wie gesagt, aus Grund des Nicht-Importes, des globalen Kataloges ist es halt derzeit nicht möglich, halt eben andersrum zu streuen. Genau. Eine Sache, die ich jetzt auch noch nicht erwähnt habe, die jetzt mir gerade so auffällt, ist, ihr könnt, das habe ich jetzt hier auch gebaut, das zeige ich euch auch gleich, ein Replika aufbauen zwischen zwei FreeIPA-Servern, das ist relativ leicht. Das heißt, wenn mal irgendwann mal einer ausfällt, springt der andere rein und die Synchronisation der einzelnen Sachen, die ihr da eintragt, läuft auch relativ zeitnah und dementsprechend ist das auch eine feine Sache. Genau. Das war so ein kurzes Intro, dass ihr einfach so wisst, was FreeIPA alles kann, beziehungsweise in Auszügen, was FreeIPA alles zur Verfügung stellt. Ich würde jetzt einfach euch mal so die GUI zeigen und die Möglichkeiten, das, was ich gerade so erwähnt habe mit den Rollen, auch die Sudo-Rechte, die ich jemandem gegeben habe, dann schauen wir da mal drauf. Genau, und die Kommandozeilen-Tools werde ich auch mal kurz vorstellen, was halt eben möglich ist. Wenn ihr IPA installiert, ich persönlich habe es bis jetzt nur auf Red Hat-Maschinen bzw. Fedora-Maschinen installiert. Es ist aber auch kein Problem, mittlerweile das auch auf Ubuntu-Servern zu installieren. Bei SUSE geht es mittlerweile auch, weil er war auch eine Zeit lang so ein gebranntes Kind, ist aber mittlerweile möglich. Bekommt ihr solch eine grafische Oberfläche, die halt eben sehr angehaucht ist mit diesem neuen Style, den hat eben Red Hat bzw. Fedora propagiert. Und dementsprechend sieht das so aus. Dann melde ich mich einmal an. Zack. So. Wenn ihr euch anmeldet, im System selber, dann bekommt ihr solch eine Oberfläche, die halt eben euch die diversen Einstellungsmöglichkeiten, wie ich sie gerade besprochen habe, zur Verfügung stellt. Ich selber habe mich mal einfach eingetragen als aktiver Benutzer. Schauen einfach mal, wie das dann so aussieht. Genau, also ich habe mich jetzt eingetragen mit meinem Beruf, zusätzlich noch Trainer, das mache ich auch noch so nebenbei. Ihr bekommt vom System halt eben eine UUID und eine Gruppen-ID zugewiesen. Bitte nicht wundern bezüglich dieser recht hohen Zahl. Bei der Installation, wenn ihr das installiert, wird diese UUID generiert, beziehungsweise der ID-Range, der generiert wird, ist recht hoch. Es stehen 20 Möglichkeiten an ID-Ranges zur Verfügung. Das System selber wählt davon einer aus und es werden eine Range von 200.000 Benutzern hinzugefügt, wobei man aber auch da sagen muss, da seid ihr bei der Installation frei. Es gibt den Parameter bei der Installation des jeweiligen Servers, die ID-Range zu definieren und wie viele Leute oder beziehungsweise wie groß der Bereich sein sollte, den ihr definiert. Standardmäßig, wie gesagt, sind es 200.000 Leute. Ihr bekommt halt eben bei der Installation auch noch eine Anmeldestelle dazugefügt, ein Home-Verzeichnis. Ihr könnt auch noch hier unten, wie ihr seht, habe ich jetzt mal eine E-Mail-Adresse hinzugefügt. Die Passwortregeln, die schon definiert sind, die man aber auch ändern kann. Und noch so ein paar andere Kleinigkeiten könnt ihr halt eben in der Sache schon hinzufügen. Wie ihr seht, ist das vom Aufbau, vielleicht lehne ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster, auch wenn sie sagen, es ist keine Alternative bzw. keine AD, aber es erinnert mich schon so teilweise an eine AD-Struktur, nur hat eben anders aufgemacht, weil ihr halt eben auch den Benutzer
gewisse Benutzergruppen zufügen könnt, Rollen zufügen könnt, diese HPAC-Rules, die hier nicht definiert ist, die ich für einen anderen Benutzer definiert habe, und Sudo-Regeln könnt ihr halt eben auch dort definieren. Genau, also so sieht das aus für den jeweiligen Benutzer und dementsprechend hat er dort die Einträge. Genau. Schauen wir mal weiter. Ja. So. Genau. Da habt ihr bei der Installation bzw. bei dem IPA-Client anmelden, habt ihr halt eben sofort die Hosts in der Übersicht, wo ihr einfach seht, jo, alles klar, die auch sofort einen SSH-Schlüssel bekommen und dementsprechend auch konfiguriert werden können bzw. weiter bearbeitet werden können. Was wollte ich denn sagen? Genau. Genau, und denen ihr halt eben auch gewisse Benutzer hinzufügen, Keytabs halt eben, wenn ihr halt ein Kerberos-Ticket haben möchtet, beziehungsweise es zertifizieren möchtet, ist auch möglich, genau. Ja. Bei der Installation werden diverse Dienste, die da im Hintergrund automatisch mit installiert werden, bekommen ein Kerberos-Ticket. Aus sicherheitstechnischen Gründen macht man das. Ihr seid aber frei, nachher gewisse Dienste, das geht auch, noch weiter mit Kerberos-Ticket weiter zu versehen, das ist gar kein Problem. Das könnt ihr beliebig machen, so wie ihr Lust und Laune habt. Es ist halt eben ein schönes zusätzliches Features, was gemacht wird und dementsprechend auch eben genutzt werden kann. So, dann kommen wir Gruppen. Gruppen werden auch automatisch erstellt mit Admins, Editors. Ich habe jetzt noch mein IP-Users hinzugelegt und Trust-Admins, die werden standardmäßig angelegt und auch da seid ihr halt eben frei, Benutzergruppen noch zu definieren, wie ihr was wollt. Genau. So, dann gehe ich mal rüber, ID-Views, genau. Das sind für die Trust-ID-Views, die sollte man bitte nicht löschen, aber es ist jetzt auch nicht mehr so ganz interessant. So, gehen wir mal zum nächsten Punkt, das hatte ich gerade angesprochen, das waren die sogenannten HBAC-Rules, die Host-Based Access Control Rules, wo ihr halt eben für jede Maschine, die im Verbund sind, definieren könnt, was damit gemacht werden darf oder nicht. Standardmäßig, wenn IPA installiert wird, beziehungsweise der IPA-Server, wird die Allow und die Allow System Users installiert, da seid ihr frei, die zu lassen oder zu löschen. Ich habe sie hier deaktiviert und habe noch hinzugefügt den IPA-Client als auch den IPA-Server. Ich werde euch einfach jetzt mal den IPA-Client vorstellen, was da gemacht werden kann. Wie ihr seht, ich hoffe, das sieht man, könnt ihr sagen, wer auf die Kiste zugreifen darf. Hier ist es der Benutzer Max, den ich halt eben vorher angelegt hatte, der auch in den Benutzer zu sehen war. Ich habe Max die Berechtigung gegeben, auf den IPA-Client zuzugreifen mit den Diensten Login, su-l, sudo, sudo-i und sshd. Das heißt, ein anderer Benutzer, wenn ich ihn denn angelegt hätte, würde nicht auf die Maschine kommen. Das verbietet das System. Das System sagt dann so, ich kenne dich nicht, ich schmeiß dich raus, beziehungsweise ermögliche dir kein Login. Was möchtest du? Auch da ist es möglich, spezielle Dienste und Gruppen zu definieren. Ich zeige euch das mal kurz. Genau, ihr habt halt eben eine etwas größere Auswahl, welche Dienste ihr zum Beispiel in den jeweiligen Rechnern zuweisen könnt. Ich habe einfach mal, wie gesagt, die Sudo-Regeln hinzugefügt, beziehungsweise den Dienst, den SSH-Dienst, sodass er sich von außen anmelden kann und den Sudo-Dienst, dass er halt eben als Root, beziehungsweise in dem Kontext dann gewisse Dinge ausführen kann. Werde ich euch aber auch gleich zeigen, wie das dann funktioniert in der Konsole, wenn man zum Beispiel den SSH-Dienst wegnimmt, dass ihr dann auf einmal seht, oh, ich kann mich gar nicht mal anmelden, ich füge ihn hier wieder hinzu und klack, kann er sich wieder anmelden, relativ schnell, ohne dass ihr was auf dem Host konfigurieren müsst, was natürlich eine feine Sache ist. So. So. Auch hier bei den Sudo-Regeln könnt ihr granular runterregeln, wer was auf welchen Maschinen darf. Finde ich persönlich eine
sehr angenehme Sache, weil ihr halt eben den einzelnen Benutzern durch Erstellung gewisser Sudo-Regeln und Befehle erlauben dürft auf den jeweiligen Clients, was natürlich euch dann überlassen ist, Dinge zu administrieren, moin, beziehungsweise freizugeben, so wie ihr das möchtet. Auch da, ich habe jetzt einfach hier Max einfach alles erlaubt, das würdet ihr halt eben hier unten halt eben durch Definition, was er genau darf, halt eben sagen oder nicht, beziehungsweise die Gruppen, was sie auf den jeweiligen Rechnern dürfen. Genau. Funktioniert gut, also sehr gut sogar. Also ihr braucht einfach auf den jeweiligen Clients da nichts mehr machen. Ihr fügt hier einfach hinzu, was der Benutzer darf, genauso wie bei den Habakrols. Ihr definiert das hier drüber und seid auf Client-Seite safe, wenn der Client, natürlich das ist die Grundvoraussetzung, Mitglied in der IBAN-Domäne ist. Ne? Weil ansonsten funktioniert es natürlich nicht. Genau, Passwortregeln, genau. Standardmäßig, wie ihr seht, die Passwortregeln bedauert 90 Tage. Das heißt, wenn ihr einen Benutzer anlegt, er erzeugt ein Passwort. Wenn der Benutzer sich dann anmeldet zum ersten Mal, Entschuldigung, egal wie er sich anmeldet, ob er per Grafik auf den Rechner zugreift oder per Konsole auf den Rechner zuweist, wird er sofort aufgefordert, das Passwort zu ändern. Auch da gibt es gewisse Kriterien, wie das Passwort anzulegen ist, mit einer Größe, die variiert ist an Anzahl der jeweiligen Zeichen. Ist gar kein Problem, das einzustellen. Aber auch hier, wie ihr seht, könnt ihr das auch frei variieren, ob ihr und wie lange das jeweilige Passwort gültig ist. Genau. Auch hier, Kerberos-Ticket-Richtlinie wird auch definiert, wie lange der halt eben zur Verfügung steht, das Ticket, was ihr euch erzeugt habt. Auch da kann man konfigurieren, wie man gerne möchte. So, Authentifizierung, genau. Let's go. Wie gesagt, ich hatte ja erwähnt, dass Zertifikate erzeugt werden. Wie ihr seht, werden hier die diversen Zertifikate erzeugt. Es ist auch gar kein Problem, wenn, da gibt es auch eine schöne Anleitung im Netz, wenn ihr zum Beispiel einen Webserver habt, der IPA-Client ist, ist es gar kein Problem, zusätzlich noch dann dementsprechend ein Zertifikat auszurollen, zu generieren und dann dieses Zertifikat dem Webserver zukommen zu lassen. Voraussetzung, wie gesagt, wie bei allen anderen Dingen auch, dass der jeweilige Rechner bzw. Service halt eben als Client dort definiert ist bzw. angegeben ist. Muss ich ehrlich gestehen, habe ich noch nicht gesehen. Weiß ich nicht, habe ich auch noch nicht ausprobiert. Da kann ich dir leider so ad hoc jetzt nicht sagen, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Weil wir hatten, beziehungsweise ich habe mal privat halt eben Webserver integriert in Apache. Wie gesagt, da gibt es eine schöne Anleitung zu und das funktioniert relativ flüssig, auch sauber. Aber Intermediate CA habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht probiert. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Tut mir leid. So. Eine feine Sache. Nur kurz mal so erwähnt. Es besteht die Möglichkeit, ein One-Time-Passwort zu generieren. Und zwar für die Möglichkeit, wenn ihr eine Zwei-Faktor-Authentifizierung machen möchtet, um sich da anzumelden. Das geht. Das würde jetzt hier, ich möchte an einer Stelle mal kurz nochmal erwähnen, dass es möglich ist. Ihr erzeugt euch eben einen Token mit dem FreeIPA und ist das dann möglich weitergesponnen, halt eben Zwei-Faktor-Authentifizierung zu machen. Das würde jetzt aber hier, wenn wir das noch weiter besprechen würden, den Rahmen einfach dieser Einführungsveranstaltung sprengen. Aber wie gesagt, auch dazu verweise ich einfach auf das Netz. Da gibt es eine super coole Anleitung, wie halt eben diese Zwei-Faktor-Authentifizierung funktioniert mit diesem generierten Token. Ist so, wie ich es selber gesehen habe, ich jetzt selber auch noch nicht gemacht, weil wir es auf der Arbeit nicht nutzen, privat nutze ich es eh nicht, relativ einfach. Genau, einen Radioserver könnt ihr noch anmelden und halt eben die Mapping muss. Gehen wir mal weiter. Genau, DNS. Genau.
Wie bereits besprochen bzw. erwähnt am Anfang des Vortrages, seid ihr frei, dieses DNS-Paket zu installieren. Wie gesagt, bei Fedora ist es halt eben ein zusätzliches Paket, was ihr installiert. Das nennt sich FreeIPA DNS-Server, so meine ich, heißt das. Genau. Und da könnt ihr halt eben auch DNS-Zonen definieren, auch IPv6-Adressen, also nicht nur IPv4-Adressen werden definiert. Und ihr könnt auch in dem Bereich halt eben auch Vorwärtszonen definieren, wie ich es hier gerade auch schon mal getan habe. Ich habe nämlich hier mal einfach mal für den Twast die Zone definiert, beziehungsweise den Forwarder definiert, beziehungsweise das, was er dafür braucht. Auch da ist eine schöne Sache, ist aber kein Muss. So. Dann bietet zusätzlich halt eben noch FreeIPA die Möglichkeit des sogenannten Automounts. Das heißt, ihr könnt die Verzeichnisse hier anlegen, die dann sofort automatisch generiert werden, nicht generiert, geladen werden, beziehungsweise zur Verfügung gestellt werden. Auch das ist vielleicht für den einen oder anderen von euch eine interessante Sache, was ich ja jetzt dementsprechend nicht beurteilen kann. So, gehen wir mal weiter. Genau, schauen wir uns erstmal... das an. Genau. Ich habe hier eine Replikation aufgebaut zwischen zwei IPA-Servern. Einmal IPA Server 1 und IPA Server 2, die miteinander verbunden sind, einmal über die Domäne und die Zertifizierung. Wenn ihr eine Replika bzw. eine Replikation aufbaut, serverseitig, auch da seid ihr frei in der Konstellation, wie ihr das macht. Das heißt, ihr müsst nicht zwangsläufig bei der Installation sagen, IPA Server 2, den ich jetzt neu hinzufüge, muss auch ein DNS-Server sein. Ihr könnt das so konfigurieren, wie ihr wollt. Ihr könnt halt eben auch sagen, ja, mein IPA Server 2 soll kein DNS-Server sein, der soll auch keine Zertifizierung können, der soll einfach nur ein Backup sein für meine LDAP-Schema. Funktioniert auch. Wie ihr aber hier seht, habe ich jetzt halt eben beides gemacht. Ich habe die Domäne als auch die CA gemacht. Was man hier allerdings nicht sieht, ist der jeweilige... DNS-Bereich, dem würde man dann aber sehen, wenn man in dem jeweiligen Verzeichnis des jeweiligen Servers ist, dann würde man das explizit sehen. Auch da gibt es eine kleine Einschränkung bezüglich der Replikation der jeweiligen Server. Es ist also derzeit technisch nicht möglich, wie es unter Samba und unter Windows möglich ist, ein Read-Only zu machen. Das geht derzeit nicht. Finde ich auch schade, ist aber auch so, dass man in dem Bereich auch wieder daran arbeitet. Das Problem ist halt eben nicht nur, und mit dem LDAP würde es rein theoretisch gehen, mit dem 389-Server, aber der Rest, der dahinter läuft, ist es halt eben ein bisschen problematisch, das zu konfigurieren. Wird auch gemacht, dauert aber wohl auch noch ein paar Tage, bis es läuft. Genau. So, die Serverrollen, Domain-Level, seit Version 4.8 gibt es nur noch den sogenannten Domain Level 1, der gewisse Dinge definiert. Es gab vorher mal ein Domain Level 0, müsste noch bei CentOS-Maschinen laufen, die noch nicht mit 4.8 ausgestattet werden, beziehungsweise etwas ältere Maschinen. Da sind halt gewisse Dinge nicht möglich und dementsprechend gehen da einige Dinge nicht. Standard mittlerweile mit Version 4.8 ist jetzt die Version, beziehungsweise ist der Domain Level 1. Genau. So, genau, wie gerade angesprochen, bei der Konfiguration des jeweiligen Servers wird halt eben eine sogenannte ID-Range vorgegeben, die halt eben zufällig generiert aus 20 verschiedenen Möglichkeiten, wo ihr aber auch hier frei seid, die Range für euer Bereich zu definieren, wie auch immer. Das, wie gesagt, dass die Möglichkeit besteht bei der Installation, dass ihr in den Bereich angebt, auch wie groß diese Range sein soll. Und auch hier könntet ihr sie notfalls noch mit Komplikationen ändern, weil halt eben ja schon gewisse Leute gewisse IDs bekommen haben in gewissen Range-Bereichen. Aber auch das ginge zur Not auch.
So, kann ich euch. Wir hatten ja gerade gesprochen über diese Role-Based Access Controls. Also auch hier gibt es vordefinierte Rollen. Die hat eben, wenn man einfach mal schaut, zum Beispiel den Helpdesk, wenn ich auf die Rolle schaue, der Helpdesk zum Beispiel, der hat gewisse Privilegien und dann wird das runtergebrochen. Auch hier könnt ihr halt eben sagen, welche, wer was machen darf, auch sehr fein abgestuft machen darf, was vielleicht, wenn ihr zum Beispiel einen Helpdesk habt im Unternehmen oder andere Mitarbeiter, die nur gewisse Dinge machen dürfen, halt eben sagen dürft, was sie halt eben, wenn sie in der jeweiligen Gruppe dürfen und nicht. Auch da, wie gesagt, seid ihr auch eben, wenn man nach oben geht, einen Moment, auch da seid ihr halt eben frei, gewisse Dinge wieder hinzuzufügen, zu editieren oder wie auch immer, so wie ihr das gerne möchtet. Sonst noch was? Die Konfiguration, ne, ja, die Ranges. Ich schaue nochmal eben schnell. Netzwerkdienste hatten wir, Authentifizierung hatten wir, genau, Regeln, genau. So, Identität, super. Also, was man jetzt hier nicht sieht, ist der 389-Server. Also es läuft darunter ein 389-Server, wie gesagt, den ihr jetzt in der grafischen Oberfläche nicht seht, beziehungsweise die Struktur, die dahinter läuft, nicht seht, da würde ich euch Folgendes empfehlen, wenn ihr das denn lieber per LDAP-Browser ändern möchtet, ist auch gar kein Problem. Ich zeige euch das eben schnell, wie ich das mache. Eine Konsole, genau. Ach ja, hier ist doch drauf. Technik, die begeistert. So, Entschuldigung, falsch. So. Ich benutze dann halt eben, wenn ich mir die LDAP-Struktur, die angelegt wird seitens FreeIPA bei der Installation, den Directory, das Directory Studio von Apache, vielleicht kennen das ein paar Leute von euch, das ist halt eben noch ein schönes Tool, um halt eben gewisse LDAP-Strukturen sich anzeigen zu lassen, zu bearbeiten, die Pfade zu schauen, wie was wo aufhängt, halt eben eine Alternative vielleicht zum LDAP Search. Ja, ich finde es persönlich ist eine schöne Sache. Also wie gesagt, eben ihr nehmt ihn auf, bei der, das habe ich gerade vergessen zu erwähnen, bei der Installation des IPAD-Servers generiert ihr zwei Benutzer. Ihr generiert einen Admin-Benutzer mit einem Passwort und zusätzlich noch zu dem Benutzer, um halt eben auf diese grafische Oberfläche zu kommen, beziehungsweise in IPAD-Befehle auszuführen als Admin, generiert ihr noch den sogenannten Directory-Manager für diese Sache, die ihr dann auch nutzen könnt, um halt eben darauf zuzugreifen. Und wie ihr dann seht, so, schauen wir mal, ich habe jetzt halt eben hier diese DC-Linux-Test, DC-Gunicus.de angelegt und all darunter sind halt eben die ganzen Dinge, die standardmäßig mit angelegt werden. Auch hier könnt ihr diese Sachen sofort editieren und sie werden dann eins zu eins übernommen und dementsprechend würdet ihr das dann auch in der grafischen Oberfläche bei FreeIPA oder halt eben auch in der Kommandozeile sehen. Wir können einmal schauen, wenn wir hier den Accounts uns angucken, da haben wir die Users und da seht ihr, sind die Users auch hinterlegt mit den jeweiligen Attributen. Schauen wir uns die mal an. Die hat eben das System generiert. Auch da könnt ihr dann halt eben sofort die Dinge dann verändern, die dann sofort eins zu eins dann auch im IPA-Server übernommen werden und bei mir auch dann repliziert werden auf dem anderen IPA-Server. Wie gesagt, diese ganzen Dinge sieht man halt eben nicht so fein in der IPA-Oberfläche. Deswegen habe ich es so gemacht, halt eben noch zusätzlich, um zu schauen, wie was wo ist, halt eben noch den Apache Directory Studio habe ich da installiert und könnt ihr halt eben auch die Dinge noch einstellen, ändern, wie auch immer und suchen,
und sieht dann halt eben auch sehr fein, wie was abgelegt ist. Was natürlich nicht heißt, dass LDAP Search oder andere LDAP-Befehle da nicht funktionieren würden in der Kommandooberfläche. Genau. So, das war jetzt einfach mal so ein grober Überblick dessen, was einfach grafisch machbar ist, wo ihr auch gewisse Regeln einfach hinzufügen könnt, solche Rules, Gruppen und wie auch immer. Das war halt eben ein groß kleiner Überblick. Ich würde jetzt einfach mal Folgendes machen. Ich habe ja jetzt hier, wo habe ich sie denn? Upp, minimieren. Minimieren, sehr schön. Neuer Reiter. Ne, neues Fenster machen wir eben schnell. Neues Fenster, super. Ja. Max 192. Ja. Ja, warte mal. Geht das größer? Schauen wir mal. Ja, mache ich schon, aber. Gut. Jetzt besser? Alles klar. Wie gerade besprochen, also könnt ihr ja den jeweiligen Clients und dann den jeweiligen Benutzer, die ihr darauf zulasst, hat eben gewisse Rechte hinzufügen. Wie ihr jetzt gerade seht, ist das der IPA-Client. Ich habe mich gerade als Maxma aufgewählt und machen wir einfach mal ein sudo minus i. Funktioniert einwandfrei. Wenn ich jetzt dieses Recht im IPA-Server entziehe, das mache ich jetzt einfach mal eben schnell. Wie mache ich es denn am besten? Ach, ich mache es mal so. Und ich mache noch Folgendes auch noch dazu. Ich mache mal das SSH auch noch weg. So. Also doppelt sozusagen. Na ja, okay, das behält er noch, kein Wunder. So. Sollte er an sich, wenn es denn funktioniert, nicht mehr dürfen. Wie ihr seht, durch Ändern einfach der Regel wird er ausgesperrt, ohne dass ihr auf der anderen Seite was konfigurieren müsst, was relativ schnell geht. Ich könnte ihn jetzt auch wieder zurückführen. Und dann könnt ihr sich wieder anmelden, auch wieder sudo ausführen und so weiter. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel feststellt in eurer Administration, oh Mist, ich habe da irgendwie was vergessen, eben schnell hinzufügen oder entziehen. Und wie ihr seht, ist es relativ zeitnah. Dementsprechend kann man das da auch konfigurieren. So, aber. So, dann machen wir jetzt mal ein neues Fenster nochmal eben schnell auf. Neues Fenster. Genau. Steuerung plus, mach es ein bisschen größer. Ich wollte euch ja noch Kommandozeilen-Tools zeigen. Auf der IPA-Server-Seite machen wir das eben. 168.122.100. Ihr müsst, bevor ihr überhaupt in dem Bereich was machen könnt, ein Kerberos-Ticket holen, was euch authentifiziert, dass ihr das dürft. Und dann stehen all die Sachen, die ihr halt eben grafisch gemacht habt,
beziehungsweise machen könnt, stehen euch da halt eben auch in der Konsole zur Verfügung. Es gibt dann eine große Auswahl an Befehlen, die möglich sind, die Hostgruppen hinzuzufügen, User hinzuzufügen, Gruppen in Gruppen hinzuzufügen und all sowas. Ich würde euch einfach mal Folgendes, das ist der Trust, das ist nicht das, was ich wollte. IPA. Replika als Beispiel. Manage-L-V. Sowas zum Beispiel. Was? Achso. Ach ja, Entschuldigung. So, mein Fehler. So ist es. Genau. Könnt ihr euch zum Beispiel anzeigen, wie zum Beispiel welche Replika Server definiert sind, als Master zum Beispiel, wie bei mir, halt eben den IPA Server 1 mit dem Namen oder den IPA Server 2 mit dem Namen. Ihr könnt euch halt auch in der Konsole anzeigen lassen. Jetzt, ich mach's mal jetzt hier als Beispiel. Achso, mein Fehler. Da, Dollarhaus, ne, muss es sein. Genau. Könnt ihr euch auch noch anzeigen lassen, wie der Replikationsstatus ist, wann das letzte Mal gemacht worden ist zum Beispiel, was ihr vielleicht in der grafischen Oberfläche nicht so schnell findet. Wie ihr seht, Update-Status Error 0, alles klar. Ist das letzte Mal gemacht worden, heute um 8.38 Uhr. Auch da könnt ihr zum Beispiel über die Kommandozeilen-Tools, die halt eben euch zur Verfügung stellen, auch eben schnell ein neues Replika anstoßen. Wenn ihr meint, irgendwas hat nicht funktioniert, stoße ich eben das schnell an. Das geht auch relativ einfach mit dem Befehl. Und dann macht er das und dann, wenn ihr dann einfach schaut, auf beiden Seiten hat diese Replika funktioniert, wird er euch dann sagen, ja oder nein. Und dementsprechend könnt ihr dann auch weiter agieren, was ihr dann weitermachen wollt. Also wie gesagt, es stehen euch da eine Menge an Befehlen zur Verfügung. Nö. Ne? Ich mache jetzt mal einen kleinen Überblick, was halt eben möglich ist. Mittlerweile mit Version, weil ich das gerade sehe, 4.8 ist halt eben die Möglichkeit, auch relativ einfach einen Samba-Share zu konfigurieren. Was dann, wenn ihr das dann einführt, er abfragt am IPA-Server, ist der Benutzer bei mir im IPA-Server registriert? Ja, dann gebe ich das Verzeichnis, wenn ihr es denn definiert habt, frei. Ist natürlich auch eine schöne Sache, ist auch für den Trust sehr interessant, der, ja, wie gesagt, halt im One-Way-Lauf läuft zurzeit und dementsprechend ja, nicht so voll funktionsfähig ist. Wie gesagt, alles das, was ihr hier grafisch machen könnt, könnt ihr halt eben in der Konsole machen. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser und granularer, weil ihr halt eben da viel mehr Möglichkeiten habt. Ich zeige euch mal eben den Host, User. Ein anderes Beispiel. Mal gucken wir mal, das kommen wir mal ein bisschen. Ne, falsch, Entschuldigung. Genau. Dann könnt ihr zum Beispiel, kriegt ihr auch so einen Überblick, wenn ihr, wo fangen wir an? Genau. Drei Benutzer mit dem jeweiligen LDAP-Eintrag bekommt ihr halt eben schön zu sehen. Das wäre halt eben die Alternative zum Directory Server, wenn ihr halt eben es so sehen möchtet. Ihr seht halt eben den Namen, den vollständigen Namen, den Administrator, den Principal, den ihr halt eben braucht, um euch ein Kerberos-Ticket zu erzeugen, Passwort,
wann das ausläuft. Ich betone, das ist ein bisschen kryptisch definiert, deine UID, Gruppen-ID. Ihr könnt auch Konten natürlich auch gar kein Problem aktivieren und deaktivieren, welcher Benutzer er ist und also was. Auch das, gar keine Frage, geht ohne Probleme über Kommandozeilentools. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, auch der Twast läuft sehr sauber über die Kommandozeilentools, ist auch relativ einfach. Ich persönlich präferiere lieber die Kommandozeilentools, aber ist ja jedem selbst überlassen, wie er das gerne macht. Würde jetzt auch nur da so ein grober Überblick haben, was das eben möglich ist. Ihr könnt euch auch da zum Beispiel diesen Moment, warum ist, wo ist meine grafische Oberfläche? Da, IPA-Server, Topologie, Graph, auch das könnt ihr euch anzeigen lassen in der Konsole. Da wird ihr euch fragen, was ihr gerne angezeigt bekommen möchtet, ob die CA oder Domain, da fragt er eventuell, je nachdem, welchen Befehl ihr aufruft, die linke und die rechte Node ab und sagt dann, ja, die sind so und so verbunden. Auch das funktioniert, was wir hier grafisch sehen in der Konsole, und läuft, also, läuft super gut in der Konsole halt eben. So. Ach, eine Sache noch, sehe ich jetzt gerade noch. Ihr könnt zusätzlich zu der Sache, wenn ihr halt eben unterschiedliche Server habt, allen eben noch die Lokalitäten hinzufügen mit dem jeweiligen Gewicht, was dann eben zusammen diese 100% ergibt, ist ein nettes Gimmick. Ob man es braucht, ist eine andere Frage. So, ich mag jetzt mal gucken. Host, IPA, Client, so. Ach, falsch. Die Regeln. IPA Client und jo, alles klar. Gut. Wie gesagt, also das Schöne, was ich halt eben sehr angenehm finde bei IPA, ist halt eben, ihr habt halt die Möglichkeit, diverse Dinge an Host zu machen, ohne direkt an den Host selber was zu konfigurieren zu müssen. Wie ihr gerade gesehen habt, halt eben, wenn ihr zum Beispiel dem sagt, einfach der Benutzer XY darf sich per SSH auf die Kiste X nicht einwählen, funktioniert es einmal frei. Wenn ihr sagt, oh shit, vergessen, könnt ihr es halt eben so konfigurieren, dass das darf. Ihr könnt halt, wie gesagt, auch noch andere Dienste ihm entziehen und geben, ohne halt eben auf der anderen Seite ihn in diverse Gruppen aufzunehmen, ihm diverse Rechte zu geben, wie auch immer, was natürlich halt eben die Administration großer Umgebungen relativ einfach macht. Ja, dann würde ich noch, das sind meine persönlichen Wünsche, die ich so habe, als Admin, beziehungsweise so, der das auch benutzt regelmäßig, zu Hause als auch auf der Arbeit benutzen wir es halt eben sehr viel und rollen es auch sehr häufig aus, ist halt eben diese Sache mit der Replika-Version Read-Only. Das wäre halt eben so ein Träumchen von mir, dass ich halt eben zum Beispiel auch die Möglichkeit habe, eine Sache so hinzustellen, zum Beispiel in dem Set, der nur ständig Daten abfragt, sie aber nicht zurückfunkt, was natürlich sicherheitstechnisch ein Riesenvorteil wäre, was halt eben derzeit noch nicht machbar ist oder beziehungsweise in Planung ist, wo man mir halt eben, wie ich schon gerade erwähnt habe, gesagt hat, ja, das wird noch einen Moment dauern. Dann, wie gesagt, der Twast, der vollständige Twast zwischen der AD-Domäne und FreeIPA. Wie gesagt, ihr könnt derzeit, wenn ihr euch, wenn ihr den Trust aufbaut, könnt ihr halt eben nur eine Seite anmelden von AD zu FreeIPA. Wie gesagt, das ist halt eben das Problem mit dem globalen Katalog. Wird wohl etwas länger dauern. Ich habe auch mal probiert, privat, eine Samba-AD mit dem IPA zu koppeln, bin da nun zu Problemen gelaufen, warum auch immer. Da scheint bei Samba noch nicht alles so zu Taco zu laufen, was das betrifft. Und dementsprechend, Entschuldigung, würde ich mir wünschen, dass das auch möglich ist,
Aber schauen wir mal, wie sich da so die Sache weiterentwickelt. Also zum Beispiel in 2019 oder 2016er Server, wenn ihr das in Betrieb habt bei euch und auf der anderen Seite vielleicht noch eine kleine Windows Linux-Umgebung oder umgekehrt, ist gar kein Problem. 2016, 2019 laufen super gut, der Trust. Und dann könnt ihr halt eben über diverse Clients oder Server halt eben dann definierte Benutzer zulassen und die können sich dann einwählen auf der IPA-Seite. Ja, ich weiß nicht, das ist auch mal geäußert worden, der Wunsch, die Integration von Windows-Clients. Ist die Frage, ob man das möchte. Laut Definition FreeIPA und der Entwickler von FreeIPA reden wir an sich von einer nicht gemischten Umgebung, sondern von einer reinen Unix-Umgebung. Es ist möglich, Windows-Clients zu installieren mit einem erheblichen Aufwand. Das, was man da ausführen muss, das sind ein paar fehlbare Befehle. Ob es dann immer so funktioniert, ist auch noch so die Frage. Ich selber würde es nicht machen oder mir wünschen, aber es ist halt eben der Wunsch von diversen Leuten mal geäußert worden, es zu vereinfachen, um halt eben dann auch diese Sachen halt eben mit diesem granularen Runterregeln der Regeln, was halt eben bei Windows derzeit noch nicht möglich ist, wer wie was darf und wie auch immer, zu ermöglichen. Aber das, glaube ich, wird wohl nie kommen, weil halt eben definiert wird, wir bauen FreeIPA als reine Linux-Unix-Umgebung, wo wir halt eben Dinge machen können, wie ich euch gerade gezeigt habe. Und das wird nie ein Konkurrenzprodukt zur Samba oder zur Windows AD halt eben. Ja. Genau, Read-Only hat er erwähnt, das habe ich erwähnt, das habe ich erwähnt. Genau. Ansonsten hatte ich ja oben, wie ihr gerade seht, ist FreeIPA eine Alternative zu AD. Es ist keine Alternative zu AD, weil wir reden da, glaube ich, von, oder ich habe es absichtlich so definiert, wir reden da, glaube ich, von unterschiedlichen Dingen, weil halt eben eine AD, sei es halt eben, macht ihr es über Samba oder macht ihr es halt eben eine reine AD. Läuft ja auf Windows-Seite und wenn ihr in der AD könnt ihr ja auch relativ einfach Clients installieren von Linux-Seite her. Das funktioniert ja auch. Aber das ist da einfach nicht gewünscht, diese Vermischung der verschiedenen Systeme. Zumindest was das betrifft, eine Vermischung halt eben über den Trust, gar keine Frage. Aber ansonsten, wie gesagt, die präferierte Sache, die läuft, ist halt eben rein Linux halt eben und da halt eben das fein und granular runterzuregeln mit gewissen Regeln, wie ihr gerade gesehen habt, wer wie was darf, wenn ich den Client aufnehme und das zu definieren. Ihr könnt auch andere Server dann zusätzlich noch reinnehmen und auch diese Server definieren, wer da wie drauf zugreifen darf. Bei uns läuft das gerade auch, wenn ich das mal so erwähne, mit diversen anderen Dingen. Wir versuchen auch gerade, wir sind da auch so im Umbau begriffen und haben da auch neue Server integriert. Das läuft auch super gut damit. Wie gesagt, also es ist nichts für Mischumgebung, sondern für reine Umgebung. Und wenn ihr eine Mischumgebung erzeugen wollt, würde ich in dem Moment immer den Trust bevorzugen, um einfach zu sagen, ja, auch wenn es derzeit nur ein One-Way-Trust ist für mich, halt eben ist die einfachere Sache. Ja, dann wäre ich am Ende meines Vortrages und wenn es noch Fragen gibt, gerne. Bitte. Einen Moment. Datenbankserver, Webserver da hat und dann ein FreeIPA aufzieht, wie kriegt man die bestehenden Maschinen da hinein? Melden die sich automatisch an, wenn man die richtigen Pakete installiert, oder muss man erst im FreeIPA diese Hosts definieren? Nein, also wir reden natürlich jetzt, was die Grundvoraussetzung ist, sind natürlich, müssen Linux-Kisten sein oder Unix-Kisten, sagen wir mal die Linux-Kisten. Je nachdem, was da für ein Betriebssystem drunter läuft, ist es relativ einfach mit einem IPA. Du installierst dir ein sogenanntes IPA-Client-Paket und wenn du dieses IPA-Client-Paket installierst, ist es möglich mit dem Befehl, ich sag mal jetzt den Befehl, so wie es ist, der nennt sich IPA-Client-Pip,
minus 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 client minus install und dann gibt sie ihm Parameter mit, an welchem IPA-Server er sich anmelden soll. Und danach erfolgt eine sogenannte Routine, die dann halt eben die ganzen Dinge abfragt. Er fragt dich nach einem Admin-Passwort, was du angeben musst bei der Installation, und der Rest läuft dann von alleine. Das ist einfach alles. Warte mal, vielleicht kriegen wir das auch. Ja, komm ich da jetzt noch hin? Ja. Einen Moment. Genau. Das wir. Warte mal, ich mach's mal folgendes. Install. Genau. Das wäre halt eben der Befehl, nachdem du die passenden Pakete runtergeladen hast, mit den jeweiligen Argumenten, den halt eben aufzunehmen in die IPA-Domäne. Das ist an sich alles, was du ausführen musst. Der Rest läuft von alleine. Du sagst ihm halt eben noch, wie ich gerade gesagt hatte, wenn du ihm sagst, du gibst ihm noch einen Server mit, kannst du mitgeben, den Real Name, die Domäne und so weiter. Und dann fragt er dich halt eben nach dem Passwort des Admins und dann sagt er, jo, alles klar. Und dann installiert er automatisch das, was er installieren muss. Und dann, wenn er das erfolgreich getan hat, wirst du ihn als Host in der IPA-Domäne sehen. Mehr ist das nicht. Gut, danke. Wenn ich jetzt den Trust zwischen einem Free IPA und AD hergestellt habe, synchronisiert dieser IPA dann die User rüber? Oder, also wenn ich jetzt beispielsweise Gruppenzugehörigkeiten konfigurieren möchte, muss er ja entweder ständig das AD abfragen oder hat er einen initialen Sync? Bei der Installation von dem Trust erstellst du auf dem IPA sogenannte externe Gruppen, die du dann diesen Trust zuweist. Und dementsprechend funktioniert das. Ansonsten, wenn du mehrere Benutzer noch hinzufügen willst, wirst du wahrscheinlich nicht drum herum kommen, diese Benutzer immer im IPA anzulegen. Also immer doppelt pflegen, die User? Ja. Alles klar, danke. Ja, das geht leider nicht anders. Weil, wie gesagt, das ist halt eben die Sache, auch mit dem globalen Katalog halt eben, mit der Synchronisation, das, was halt eben noch nicht läuft. Die Benutzer, die halt eben auf deiner IPA-Seite zugreifen müssen, möchten, so ist zumindest mein Stand, musst du in der IPA-Domäne per Hand dann leider hinzufügen. Das sind ein paar, je nachdem wie groß die Domäne ist, weiß ich selber, gar keine Frage, aber funktioniert an sich ganz gut, ja. Kann man sich ja skripten dann, ne? Ja, das wirst du skripten können, ja. Weil die Befehle, die da laufen, das sind vier Stück, drei oder vier Stück, du fügst halt eben Gruppen hinzu und diese Gruppen halt eben gewisse User und das kannst du per Skript machen, ja. Ja, dann würde ich sagen, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Tag hier und wenn ihr noch Fragen habt am LPI-Stand oder bei der Gunikus, werdet ihr mich finden.